Teil dazu beitragen werden, dass wir wirklich ganz viel wunderbare Musik hören werden, aus verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Stilen, ganz verschiedenen Arten und Charakteren. Und ich wünsche Ihnen einfach ein ganz großes musikalisches Erlebnis, ganz viel Vergnügen. Und ich möchte Sie nur bitten, aus coronatechnischen Gründen, dass Sie nach dem Konzert Ihre Eindrücke vielleicht nicht gerade in der Kirche austauschen, sondern draußen, weil wir haben die hier nicht so viel Macht über uns. Also ich möchte Sie bitten, dass Sie nach dem herzhaften Applaus an die Kirche verlassen, durch diese beiden Seitentüren und durch den Haupteingang. Und ich hoffe, dass auch diese kleine Änderung im Vergleich zu dem sonstigen Betrieb Ihnen die Freude an der Musik nicht vermissen kann. Also viel Spaß und viel Freude.
schriftlich beschlossen, noch ein Stück dem Programm beizufügen. Es ist ein Cello-Solostück, Allez David, ein Herbstblatt. Und ich lese rasch den Text, der ist auch da verteilt worden, aber vielleicht haben Sie ihn nicht alle. Das Stück wurde uraufgeführt am 1. Dezember in New York mit Steven Isserlis und vor 3 Tagen in Genf das erste Mal gespielt von Daniel Häfliger. Und jetzt spielt Anita Leutzinger das Stück zum ersten Mal in Basel. Wir haben nur kurz geprobt und ich war so unglaublich begeistert von ihrem Spiel, dass ich unbedingt wollte, dass das Publikum auch teilhat an dieser großartigen Interpretation. Allez, David, ein Herbstblatt für Hannah Geismann in Memoriam Eliska und Gideon Klein für Violoncello Solo, 6. November 2019. Hannah Geismann, der ich schon seit über 30 Jahren freundschaftlich verbunden bin, war in Prag Klavierschülerin von Eliska Klein, die, anders als ihr in Auschwitz Fürstengrube ermordeter Bruder Gideon, das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt hatte. Dank Eliska hat die wunderbare, geniale Musik ihres mit 25 Jahren ermordeten Bruders überlebt. Mein Herbstblatt zieht die viel zu kurze Lebenslinie von Gideon Klein nach. Vom Geburtsort Bzerow über Prag nach Theresienstadt bis Auschwitz, Fürstengrube. Wie Erinnerungsschatten legen sich Anklänge an Gideon Kleins Musik, Fantasie und Fuge für Streichquartett, die Hälfte des Lebens, eines der wunderbarsten deutschen Gedichte von Hölderlin, und an das hebräische Wiegenlied Numa, Numa, Scham über mein herbstliches Blatt. Vielleicht kann ich noch sagen, dass auch der Komponist des vorherigen Stücks von den Deutschen ermordet worden ist im Weltkrieg, ganz jung, und dass der nächste Komponist, Olivier Messiaen, in einem Straflager in Görlitz bei den Deutschen auch eingesperrt war und dort eines der ganz großen Stücke des ganzen 20. Jahrhunderts geschrieben hat, Quatuor pour la fin du temps. So kommt plötzlich alles wieder zusammen. Thank you.
Thank you.